grüß dich. Heute bauen wir einen Motor aus einem Akkuschrauber für ein Schlauchboot. Ja, ich habe mir ein Schlauchboot zugelegt für 299 Euro von Amazon. Den Link findest du auch unten in der Videobeschreibung, sowie jetzt alle Werkzeuge und Produkte, die ich für dieses Projekt verwende. Und ja, ich muss sagen, es war echt recht amüsant, das erste Mal mit einem Schlauchboot auf dem See rumzupaddeln. Das Ganze verlief nämlich im Kreis und war ja ziemlich peinlich für alle Beteiligten, vor allem für mich. Und dann dachte ich mir so, komm, bestellst du dir einen Motor, aber die Motoren liegen preislich so zwischen 200 und 300 Euro und dann plus Batterie, Batteriekasten und so weiter und so fort bist du ruckzuck bei 300, 400 Euro. Und das wollte ich definitiv nicht ausgeben und da dachte ich mir, hey, bestellst du eine Schiffsschraube, Akkuschrauber hast du da, ein paar Röhrchen, ein bisschen Holz hast du auch noch da und baust dir das Ganze selber. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich dir jetzt. An dieser Stelle recht herzlichen Dank am plattenzuschnitt24.de. Dort findet ihr die unterschiedlichsten Plattenmaterialien, ob es Acrylglas ist oder Zylinder. Das auf Maß zugeschnitten. Und einen passenden Rabattcode findet ihr unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. Thank you.
Und jetzt sind wir am See angekommen mit dem Schlauchboot. Habe das Ganze recht rasch aufgepumpt. Und zwar gibt es so einen kleinen Kompressor vom Bosch, beispielsweise Power for All Allianz. Und den gleichen Akku kannst du auch wieder für den Akkuschrauber verwenden. Nachdem ich das Ganze aufgepumpt habe, ging es auch auf den See. Habe das Ganze raufgesteckt und es hat gepasst. Und habe damit dann meine ersten Testversuche gestartet. Ich muss sagen, im ersten Gang geht es so und dann zack, im zweiten Gang ging es richtig ab und ich war richtig erstaunt. Aber ganz schnell hat dann der Akku den Geist aufgegeben. Ich hatte nämlich vergessen gehabt, den zweiten Akku aufzuladen. Sprich, wieder zurück ans Land, den zweiten Akku holen und dann gib ihn Vollgas. Und das macht richtig, richtig Spaß. Ich habe aber gemerkt, dass ich unten an der Stange muss ich noch irgendwie so eine Flosse anbringen, dass ich das ganze Schiff so ein bisschen lenken kann. Das war ein bisschen schwer, aber es hat funktioniert. Das ganze Spaß hat dann ungefähr 5 Minuten gedauert und dann ist mir die Schiffsschraube abgegangen. Also der Kleber von Uhu war nicht so wirklich prall. Ich hatte das nämlich mit so einem Metallkleber verklebt gehabt. Ist jetzt ab und die ist jetzt irgendwo auf dem Wasser wahrscheinlich untergegangen. Ne? Ärgerlich. Kostet um die, ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe, 25 Euro. So, und jetzt bin ich nämlich hier am gestrandet, am Steg. Aber das Projekt hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze nachbauen würdet, wenn ihr den ganzen Handwerker-Dom noch oben da lässt und natürlich ein Abo. Ansonsten findet ihr noch hier 2 weitere coole Videos von mir und ich werde mal gucken, ob ich jetzt schwimmen gehen soll oder ob ich mir eine neue Schiffsschraube bestellen soll. Auf jeden Fall hat das richtig Bock gemacht, das Projekt.